Herzlich willkommen zu einem astrologischen, praktischen Video und zwar aus aktuellem Anlass. Wir haben eine totale Sonnenfinsternis im Widder und zwar genau um 20.20 Uhr wird man in Amerika und also so in Nordamerika die Sonne nicht sehen. Das heißt, es ist total verdeckt. Bei uns geht ja die Sonne unter, so in Mitteleuropa. Das heißt, wir sehen es nicht, aber in Amerika ist es sichtbar. Und astrologisch ist aber so, dass diese Finsternisse natürlich auch wirken. Und ich habe ja auch schon in anderen Videos darüber gesprochen, dass das, welche Energien da jetzt sich so ballen. Und jetzt geht es mir wirklich darum, ganz aktuell, jetzt in dieser aktuellen Energie, dass du etwas tun kannst, um mit dieser Energie zu arbeiten, um auch mit den Schwingungen zu arbeiten. Und zwar geht es mir darum, dass wir jetzt diese Mischung aus individueller Energie, also das heißt, das bist du mit deinem System, mit deinem Umfeld, in deinem Körper, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, im Verhältnis natürlich zu den kollektiven Gedanken, dass wir das uns einmal anschauen. Wir haben ja die kollektiven Schwingungen, die mundanen Schwingungen. Also was tut sich denn da jetzt wirklich im Kollektiv? Was haben wir jetzt für Energien? Und die können wir uns ja astrologisch einfach anschauen. Und das möchte ich jetzt einfach noch einmal herzeigen. Diese Sonnenfinsternis, spielt sich ja ab im Zeichen Widder. Das heißt, es geht schon einmal darum, dass im Prinzip, das Widder-Prinzip ist ja die Grundenergie. Und Grundenergie könntest du bei den Chakren aufs Wurzelchakra legen. Und das heißt, im Wurzelchakra selber, in der Grundenergie, da schiebt sich in dein Ursprungslicht ein Schatten rein, ein emotionaler Schatten. Und dieser Schatten, wenn der dann geprägt wird, noch durch plutonische Energien, das heißt durch diese Ohnmachtsenergien, Manipulationsenergien, kann es sein, dass deine Kraft, deine Stärke einfach in die Manipulation reinkommt. Und das wollen wir uns jetzt einfach anschauen und auch verhindern, dass da dass nichts deine Urenergie, deine Urkraft manipulieren kann. Und das wäre mir da jetzt heute ganz wichtig und gerade zu diesem Zeitpunkt. Also stell dich jetzt einfach einmal wirklich darauf ein, stell dir deine Kraft und deine Wurzeln vor, jetzt in diesem Augenblick. Also dort, wo du stehst, wo du sitzt, sind jetzt deine Wurzeln. Dort, wo du jetzt bist, dort, wo du jetzt deine Füße spüren kannst, bist du gerade. Und das ist der Punkt in Zeit und Raum, wo du dich jetzt befindest. Der ist nicht gestern, der ist nicht morgen, der ist nicht in der Zukunft, der ist nicht in 10 Minuten, der ist jetzt, wo du jetzt bist. Und egal, was du jetzt machst, ob du jetzt sitzt, ob du dich bewegst, mach dir jetzt diesen Augenblick bewusst, diese Grundkraft bewusst. Und in dieser Grundkraft, in dieser Urenergie, in dieser Ursprungsenergie, in deinem Schöpferfunken, in deinem Schöpfungslicht, da schiebt sich jetzt dann im Außen, ja, mundan gesehen, dieser Schatten drüber, Schatten über deine Sonne. Und im Inneren bewahrst du aber den Kontakt zu deiner Ursprungsenergie, zu deinem Ursprungslicht. Das heißt, da wo du jetzt bist, ist unendliches Licht, ist unendliche Stärke, ist unendliche Erneuerung. Und diese Grundkraft, diese Grundenergie kann dir nicht genommen werden. Diese Grundenergie kann dir niemand absprechen. Diese Grundstabilität, diese Grundwürde kann nicht eingeschränkt werden. Und dieses Licht, das du jetzt spürst, ist wieder alle Einschränkungen, wieder alle Boykottenergien, wieder Selbstboykott und wieder Manipulation von außen. Also es geht gegen äußere Manipulation und gegen innere Manipulation. Dein Licht bleibt bestehen. Und du kannst dir diese Energie jetzt einfach nochmal so vorstellen. Dein Licht bleibt bestehen. Und stell dir das mal bildlich vor, wie wenn an deinem Haus ein Auto vorbeifährt. Du siehst kurz die Scheinwerfer aufleuchten und dann wird es dunkel. Ja?
Und genauso ein Vorbeiziehen ist, zuerst ist es überall hell und dann ist es kurz dunkel und dann ist es wieder hell. Das heißt, das zieht bei dir vorbei. Die Dunkelheit zieht vorbei, Manipulation zieht vorbei. Und in dieser Grundenergie, in dieser Grundstabilität erlaube dir zu verweilen. Das Dunkle zieht an dir vorbei, die Manipulation zieht an dir vorbei. Und genauso kann an dir Krankheit vorbeiziehen, Schwäche vorbeiziehen, Unruhe vorbeiziehen, Krieg vorbeiziehen. Alles zieht an dir vorbei. Und spür mal diese Energie. Wenn du jetzt ganz bewusst bist, wenn du jetzt ganz genau zuhörst, bist du in deiner Kraft und bist du mit deiner Grundenergie verbunden. Und sämtliche Einschränkungen, die von außen auf dein Feld einwirken, ob das jetzt durch deine Familiensysteme ist, ob das durch soziale Umstände ist, ob das jetzt durch mundane Auswirkungen ist. All das bleibt dir jetzt erspart und geht an dir vorüber. Du bleibst klar und bleibst in deiner Schöpferenergie, in deiner Ursprungskraft, in der Kraft, in der du dein Leben zu 100% erfüllt leben kannst. Wieder die Manipulation, wieder die Einengung durch Ängste, durch Sorgen, durch Zweifel. Auf gut Deutsch, du lässt dich nicht verunsichern. Und du lässt dich nicht an der Nase herumführen. Du bleibst in deiner Energie. Ich fordere dich nochmal dazu auf, ich lade dich dazu ein, in dieser Ursprungsenergie zu bleiben. Und diese Ursprungsenergie hat nichts mit Kampf zu tun. Es hat mit Eigenermächtigung zu tun. Es hat nicht mit Ohnmacht zu tun. Es hat mit deiner inneren Stärke zu tun. Diese Stärke wird dir nicht gegeben, die kann dir nicht geschenkt werden. Genauso wenig wie dir Freiheit gegeben oder geschenkt werden kann. Das ist etwas, das hast du in dir, in dieser Kraft, in dir angelegt. Und diese Power, diese Lebensenergie, diese unendliche Schwingung und Kraft ist jetzt bei dir und wirkt bei dir. Du bist absolut bewusst und du bleibst in deiner Bewusstheit. Du lässt dich nicht benutzen oder manipulieren. Du bist ganz bei dir. Und diese Grundkraft, diese Stabilität führt dann dazu, dass du dich besser abgrenzen kannst. Und diese Grenzen, diese Abgrenzung führt dann wieder dazu, dass du diese Grenzen erweitern kannst, kommunizieren kannst, neue Gedanken, frische Gedanken denken kannst, die nicht dir eingepflanzt werden, sondern die dir entspringen. Und in dieser Inspiration bist du absolut frei. Nicht ohnmächtig, sondern wirklich frei. Als Individuum, und diese Freiheit pflanzt sich fort über deine Grenzen hinaus in die Gesellschaft und keine mundanen Einflüsse
Nichts kann dich, dein Licht und deine Freiheit wirklich einschränken. Und ich wünsche dir jetzt zu dieser Sonnenfinsternis, in dieser Energie, und du hörst es gerade, mir ist wirklich auch das Mikro gerade ausgefallen, zum Thema Merkur rückläufig, alles, alles Gute. Bleib in deiner Kraft, bleib in deiner Energie. Und mach dir bewusst, dass du und dein Licht, dein Ursprungslicht aus einer Quelle ist. Und das ist eine Quelle, die jenseits aller Manipulation, der absoluten Freiheit sich nun entfalten kann. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute, eine gute Zeit. Und vielleicht sehen wir uns einmal live bei einem Termin in Linz oder über einen Zoom-Call, würde mich freuen. Und ja, bis bald aus dem wunderschönen Linz. Alles Liebe und alles Gute, dein Oliver. Tschüss, bis nächstes Mal.